Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns die Challenge im Raid Garten der Erlösung an, und zwar ein Glied in der Kette. Das Ganze ist aktiv, wenn wir beim Mond zum Raid hingehen, wird das hier angezeigt, oder wenn wir im Raid stehen, wird es hier angezeigt, wenn wir den Geist nach vorne nehmen. Das Ganze rotiert wöchentlich, das heißt, wenn es in dieser Woche nicht aktiv ist, wo ihr unterwegs seid, müsst ihr vielleicht einfach ein paar Wochen warten, bis es wieder aktiv geht. Nun gut, wie funktioniert die Challenge in der zweiten Phase? In der Infokarte ist sonst noch ein Guide eingebunden. Müssen wir die Türme immer gleichzeitig aktivieren? Es spielt keine Rolle, ob wir allesamt an einem Punkt stehen und den Turm aktivieren oder ob wir verteilt stehen und die Türme gleichzeitig aktivieren. Wir dürfen einfach als Spieler immer nur gleichzeitig den Buff kriegen. Wenn wir das nicht schaffen, dann steht fehlgeschlagen. Ich demonstriere das hier mal ganz kurz. Bedeutet, ein Spieler steht außerhalb und kriegt keinen Erleuchtet-Buff, oder wir machen es nicht gleichzeitig, dann wird unten links angezeigt, fehlgeschlagen. Simpel also, wir müssen die Türme immer gleichzeitig aktivieren, damit wir alle gleichzeitig den Buff erhalten. So funktioniert die Challenge. Dann würde ich aber sagen, wir starten und ich zeige Schritt für Schritt, wie das Ganze funktioniert, wie es vom Ablauf her ist, was ihr da mitnehmen müsst, um das Ganze etwas einfacher zu gestalten. Bedeutet, ihr startet, tötet den Engel, dann stellt ihr euch am Anfang mal in einer Reihe auf, damit ihr alle den Buff kriegt und natürlich logischerweise gleichzeitig. Dann verteilt ihr euch, zwei Spieler nach links, zwei Spieler nach rechts und zwei Spieler bleiben am Spawn. Ich zeige das hier mal kurz. Nach Westen laufen zwei Spieler, nach Osten laufen zwei Spieler und zwei Spieler verteidigen im Süden den Turm. Dann rennen wir eben nach links und nach rechts und töten da den Engel und auch die Champions. Damit das Ganze ein bisschen einfacher geht, weil ihr müsst hier recht zügig sein, die Feinde warten ja logischerweise nicht auf euch, würde ich empfehlen, Itzanagis Bürde mitzunehmen, das Scharfschützengewehr, einen guten Granatwerfer, Superfähigkeiten wie Revolverheld, Chaosfaust, Nova-Bombe, einfach, dass die Feinde schnell sterben, dass die Engel schnell tot sind, damit hier diese Cubes schnell aufgehen und ihr den Turm schnell aktivieren könnt. Jetzt steht natürlich am Anfang links und rechts je zwei Spieler und wir können das Ganze hier aktivieren und kriegen gleichzeitig den Buff. Ist eine Koordinationssache, das heißt, ein Spieler sagt schieß drauf und dann schießen alle drauf und dann kriegt ihr eben diesen Buff. Eigentlich vom Ablauf her relativ simpel. Nun, dann müsst ihr zu guter Letzt natürlich noch den Norden aktivieren. Das bedeutet, ein Spieler bleibt im Westen stehen, verteidigt da, der andere rennt zum Norden und ein Spieler bleibt im Osten stehen und der andere rennt auch zum Norden, um da die Champions und auch die Engel zu töten, damit es dann weitergeht. Im Süden, die zwei Spieler können gemütlich weiter verteidigen, können durchs Portal vielleicht noch zu Ost oder West wechseln, um da auszuhelfen. Nun, das bedeutet, ein Spieler rennt nach vorne über links und einer über rechts, wie wir das hier machen. Ich kann es hier nur nochmal betonen, nehmt wirklich Superfähigkeiten mit, die stark sind. Eine Nova-Bombe, Chaosfaust eben, die eine Explosion macht und die stark ist. Revolver hält, Granatwerfer, einfach Dinge, wo ihr die Engel und die Champions schnell wegkriegt. Die sind nämlich anstrengend. Der Engel muss ganz schnell weg, damit eben der Cube freigelegt wird, damit ihr hier das mit dem Turm verteidigen könnt. Wenn es nicht anders geht, lasst ihr halt einfach kurz einen Champion stehen, dann könnt ihr auch nachträglich töten. Das machen wir hier, weil es einfach zeittechnisch nicht geht. Man muss sich wirklich beeilen. Ein Spieler sagt verbinden, dann verbinden wir uns alle gleichzeitig, denn wir stehen ja logischerweise zu zweit oben im Norden und der Spieler, der im Westen stand und der Spieler, der im Osten stand, die springen durchs Portal zurück zum Süden, damit wir eben im Norden und im Süden gleichzeitig die Türme aktivieren können, dass wir alle gleichzeitig den Buff kriegen. Ihr könnt es übrigens auch andersrum machen, das heißt, wenn ihr zwei Spieler habt, die eben im Süden stehen, kann auch ein Spieler vom Süden nach Osten springen und ein Spieler vom Süden nach Westen, damit bei West und Ost ihr zwei Spieler stehen, dass ihr Norden, Osten und Westen gleichzeitig mit den Türmen aktivieren könnt, dass eben auch hier die Buffs gleichzeitig verteilt werden. Dann bedeutet das, geht weiter und ab dem Zeitpunkt hier ist es eigentlich relativ angenehm. Ihr tötet einfach Feinde, das ist relativ easy, habt den Buff ja, die Schilde sind weg und nach einer gewissen Zeit steht dann Unterholzverteidigung zurückgegangen. Das ist nämlich so, wenn ihr so gut wie alle Feinde in dem Gebiet getötet habt, dann braucht es einen Moment, bis die Feinde wieder kommen und angreifen und in diesem Zeitraum habt ihr die Möglichkeit, den Buff nochmal kurz wiederzuholen. Bedeutet, die Spieler, die im Süden und im Norden stehen, die gehen zu Ost und West, damit bei West und Ost je drei Spieler stehen. Ihr verteilt euch also schön nach Westen und nach Osten und dann könnt ihr den Turm gleichzeitig wieder aktivieren.
Sprecht das im Vorfeld schon ab, wer was übernimmt, wer wohin geht, damit auch an allen Stellen genug Spieler stehen. Dann sieht man hier, wir stellen uns schön in der Reihe auf, wenn alle Spieler dann da sind und hier müsst ihr wieder ein bisschen zügig unterwegs sein. Verbinden, eben dass gleichzeitig ein Spieler sagt in 3, 2, 1 Feuer und dann wird auf den Cube geschossen und ihr seht hier unten links auch Unterholzverteidigung eingesetzt. Das bedeutet, wenn das steht, die Feinde kommen wieder, die tauchen wieder auf und die probieren wieder die Türme einzunehmen. Das heißt wieder zurück an eure Position, Feinde töten. Die Engel tauchen dann an verschiedenen Stellen auf. Das kennt man ja, wenn man den Guide geguckt hat, wie dieses Gebiet hier funktioniert. Weiß man, was die Engel probieren oder beziehungsweise was die machen. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Wenn dann so gut wie alle Feinde tot sind, steht unten links natürlich wieder, Unterholzverteidigung ist zurückgegangen, wie man das hier sieht. Und da habt ihr wieder die Möglichkeit, das Ganze zu refreshen, den Buff wieder zu holen. Das heißt, ihr verteilt euch wieder nach rechts und nach links und aktiviert wieder gleichzeitig den Buff. Es ist eine Koordinationsfrage, es braucht ein bisschen Übung, aber wenn man den Dreh raus hat, dann schafft man diese Challenge eigentlich ganz gut und eben ab dem Zeitpunkt wiederholt sich es immer. Deswegen springen wir jetzt direkt zum nächsten Punkt. Das heißt, wir haben so lange verteidigt mit Unterholzverteidigung, bis dann in der Mitte die Barriere aufgeht und auch hier müsst ihr wieder gleichzeitig den Turm in der Mitte dann aktivieren. Aber auch das ist wieder relativ easy, weil ihr steht ja alle am gleichen Punkt, könnt es einfacher koordinieren. Das Schwierigste ist eigentlich der Anfang. Bedeutet, ihr tötet hier den Engel, dann geht der Cube wieder auf. Ich empfehle hier zuerst noch ganz kurz alle Feinde zu töten. Die Zeit solltet ihr nämlich haben. Das heißt, wenn alle Feinde tot sind, können wir uns in einer Reihe aufstellen. Ja, wir stellen uns immer in einer Reihe auf, dann geht sicher nichts schief. Wir verbinden das Ganze wieder, kriegen alle gleichzeitig den Buff und die Challenge ist dann logischerweise nicht fehlgeschlagen. Und so können wir weitermachen. Es tauchen wieder Feinde auf, die müssen wir töten und die Prozedur von hier aus sollte, glaube ich, klar sein. Im Grunde genommen ist das die Challenge, wie sie funktioniert. Das heißt, die Türme gleichzeitig aktivieren, dass sie gleichzeitig den Buff kriegt. Wenn es fehlgeschlagen ist, wird es unten links angezeigt. Das heißt, ihr seht relativ klar, wenn was schief geht. Im mittleren Punkt dann so verteidigen, wie wir das machen. Immer schön sauber aufstellen, gut miteinander koordinieren und dann sollte das Ganze eigentlich auch klappen. Tja, und wenn ihr die Mitte dann genug lange verteidigt habt, alle Feinde getötet habt, dann habt ihr das geschafft und ihr kriegt am Ende zwei Truhen, das heißt eine Truhe normal für den Raid und eine Truhe, weil ihr die Challenge geschafft habt. Gut, das war es eigentlich auch schon von dem Guide zu dieser Challenge in der zweiten Phase. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Like da, schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Challenge haltet. Und zu guter Letzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.